Jesus! Hey, bitte! Das ist ein nerviges Spiel. Ja, bla 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 bla. Strisch. Ja, ich weiß, Mensch. Ist schon klar. Hüpf! Hüpf, Holland, hüpf! Hey, hüpf! Hey, das geht auf einmal hier. Ab wie Pommes! Mal sehen, wie lang. Nicht mehr lang wahrscheinlich. So, ist wieder der Mini-Blark. Er heißt nicht Blark, ich denke. Ja, Entschuldigung. Shy Guy nervt mich mal nicht. Irritiert mich. Oh, ist wieder der Mega-Typ da. So. Strisch. Strisch. Vase kaputt. Schlüssel gewonnen. Freund, kann ich den auch abschießen? Nein, oder? Doch, kann ich. Oh, wie süß. Haha. Juhu. Nein, nicht abstürzen. Bitte nicht. Ha. Stress. Umjottet Willen. Was hier jetzt? Wunderschön. Ein paar Eier. Noch eins. Und noch eins. Wie viel kann der eigentlich nehmen? Ich glaube, das hier ist das Maximum. So, ist wieder dieser Obelix. Noch einer. Nein! Da wollte ich doch gar nicht raus. Warum gehst du raus? Oh, es sieht nicht sehr einladend aus hier. Das wollte ich. Ihn abschieße. Ah, da kommen dann auch immer wieder die Eier raus. Schon mal gut, okay. Weiß ich das auch. Baby! Baby! Herkomm, du kreischendes Blach. Checkpoint! That was daneben. Das auch? Das nicht. Munzen! Weiß jetzt nicht, ob ich da wieder hin kann. Garantiert. Ja, das ist gut. Also kommen immer wieder die Eier raus. Weiß ich das auch. Alles klar. Aber hier muss doch irgendwas Geheimes gewesen sein. Sonst wäre doch nicht einfach ein Raum mit solchen komischen Viechern. Ich bringe sie einfach mal alle um. Schöner Geräuscheffekt. Oho! Wie komme ich jetzt da hoch? So, zum Beispiel. Aha. Ja, wenigstens alle Blumen eingesammelt. So. Weg mit dir, du Fettsau. Eier, 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 Ostern steht vor der Tür. Gut. Ah, du nervst mich jetzt mal bitte nicht. Und das sieht doch aus wie eine Boss-Tür hier. Mal sehen, ob ich das hinkrieg. Oh, ich falle erstmal, schon mal gut. Was denn für ein Freckel? Hey Yoshi, willst du dem Baby wirklich helfen? Dann ziehe diesem Gegner zuerst die Hose aus. Das für ein perverses Spiel. Wie mache ich das? Soll Obelix die Hose ausziehen? Oh. The Big One. Ah, Eier schießen. Nein! Entschuldigung, ich bin ruhig, ich muss mich konzentrieren. Ah, wenigstens spuckt die mir Eier raus, das sehe ich jetzt erst vor lauter Aufregung. Ich frage mich, wo kommen die ganzen Eier wieder her? Ah,
Außerdem rutscht die Hose immer weiter runter. Sehr, 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 sehr lustig. Sehr, sehr amüsant. Jetzt ist er nackig und wird... Oh, er schämt sich. Und ihm geht die Luft aus. Ja, so ist es bei den meisten Kerlen. Wenn die Hose runter ist, ne? Ich schließe mich natürlich davon aus. Freunde! 20 von 20 Münzen. 5 von 5 Blumen. Zwar nicht alle Sterne, aber scheiß drauf. Ich habe die erste Welt geschafft. Ja, ist das denn die Menschlichkeit, Freunde? Nee, habe ich nicht. Ja, doch, erste Burg habe ich geschafft. Gut. Mache ich weiter? Okay. Eins mache ich noch. Ein Level mache ich noch. Donut Panic. Schon wieder ein Donut Level, wie auch schon im ersten Teil. Ist doch schön. Es gibt gefährliche Donut-Plattformen, die nach einer gewissen Zeit den Halt verlieren und herunterfallen. Sei vorsichtig. Ja. Das Level kann man übrigens bei mir schon im Promo-Video sehen. Vorschau auf kommende Projekte. Da habe ich das schon mal kurzzeitig angespielt, aber besser als hier. Ja. Freunde! Nein! Ich will nicht! Auch noch so ein nerviges Autoscroll-Level. Die mag ich ja gar nicht. Egal in welchem Spiel. Nein! Ich will doch die Blume! Die ist wichtig! Ein Leben! Oh Gott, ist das wichtig! Ich sollte mich ein bisschen konzentrieren. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ah, das muss ich selbst hier in Bewegung setzen. Ach, ist das schön. Münze! Für mich! Das Level macht Spaß. Dann spuckt der Shy Guy wieder aus. Yoshi, du bist mir aber ein schwerer Nöter. Hoppala! Wo kommen hier diese Melodiezeichen her? Stress. Blöde Autoscore-Level, ich mag sie nicht. Zeitdruck. Uah, geh lieber hoch. Es ist besser. Checkpoint! Ah, wieder so ein wunderschönes Laufrad. Hamster Yoshi gibt wieder Gas. Die Musik, die fetzt, muss ich sagen. Die ist ganz groß. Mann! Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, ich bin gestorben. Beim Sternenkreis anfangen, ja. Mit extra Leben wird in diesem Spiel nicht so großzügig um sich hergeworfen wie im ersten Teil. Da wurde es auch sehr übertrieben, da hat man ja schon nach 5 Levels 50 Leben gehabt. Das fände ich hier zwar ganz beruhigend, aber man soll es nicht übertreiben. So, jetzt Vorsicht wieder. Da war gerade was. Ah, lass doch ruhig. Nein! Du dreckiger kleiner Shy Guy, du kleiner. Ich bin Game Over! Leute! Ich bin Game Over! Ich bin Game Over! Ich hoffe, ich hab Continue hier. Gibt's das in dem Spiel? Ja! Ich will weiterspielen.
Jetzt ist es wenigstens wirklich, ne? Jetzt seht ihr, es ist ein Blind-Let's Play. Blinder geht's kaum. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es macht Spaß. Nein! Rote Münzen sollen sehr gut sein. Ach, das Spiel ist stressig. Diese Donuts, diese fallenden, gibt's auch beim dritten Super Mario. Wurde einiges übernommen aus den vorherigen Spielen. Shy Guy aus Super Mario 2. Einiges aus Super Mario 3. Wieder einiges aus Super Mario World. Eine bunte Show hier. Langsam nervt's. Donut-Panik. Ja, die kriege ich hier auch langsam. Laberblock brauche ich nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt wenigstens bestätigen, dass ihr auch so schlecht wart, wie ihr dieses Spiel zum allerersten Mal gespielt habt. Das wäre ein bisschen gut für mein Ego jetzt. Oh, schlechter geht's ja gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen schlecht. Entschuldigung. Das ist auch nicht damit mehr zu entschuldigen, dass ich das noch nie gespielt habe. Das sind einfach blöde Flüchtigkeitsfehler hier. Uah. Ah, Blumen verpasst. Ach, dann. Okay. Ja. Ist gut. Ich weiß, dass ich Game Over bin. Ich will das nicht mehr sehen. Geh weg. Das ist das Schöne. Für so Unfähige wie mich. Dauerhaft continue. Das werde ich auch brauchen. Fällt mir nichts mehr ein. Was könnte man da noch sagen? Außer, oh Gott. Nee, ist klar. In diese Mini-Lücke fällt natürlich die Münze. Gott, bin ich blöd. Ich habe nie behauptet, dass ich gut bin. Niemals. Werde ich auch nie behaupten. Aber geh doch sterben. Danke. Es läuft. Checkpoint. Das Lustige bei diesem Film, man kann eigentlich nicht sauer werden, weil das ist so freundlich hier alles, diese ganze Atmosphäre. Die Musik und diese lustige Kindergartengrafik, das ist alles so schön, dass man pausenlos grinsen muss. Und alles so schön. Oh, der tarnt sich als Blumenhaufen. Habt ihr das gesehen? Hey, oh, kreativ. Kreativ.
Komm ich nur nicht mehr hoch jetzt, hä? An die dumme Blumen. Nicht vorm Ziel nochmal abstürzen. Leute, ich hab's geschafft.